Ja, hi, in die Sons of Libertas. Wir haben uns heute hier zur Montagsdemo in Köln gemacht, um mal zu gucken, was hier los ist. Wie ihr hört, sind sehr viele Menschen gekommen. Wir werden ein paar Interviews machen, ein paar Stimmen einfangen und mal gucken, ob das hier auch weiter wächst wie in Berlin und irgendwann so groß ist. Aber sieht gut aus. Viel Spaß dabei. Also, wen haben wir hier und warum bist du hier? Ich bin Manuel, ich bin der Veranstalter von der ganzen Sache. Also ich habe das Ganze angemeldet, wir sind natürlich ein größeres Organisationsteam und wir möchten alle gemeinsam, alle die hier sind, für den Frieden einstehen. Wir kommen aus Bonn, wir demonstrieren für Frieden in der Ukraine und wir machen Demonstrationen grundsätzlich, also nicht grundsätzlich, aber wir haben schon zwei Stück in Bonn gemacht. Der nächste Demo planen wir zum 10. Mai. Am Münsterplatz. Und ich bin eigentlich hier, weil ich sehr viel Potenzial in dieser aufkeimenden Bewegung sehe. Und zwar, weil sie dezentral organisiert ist, weil sie sich eben nicht unter Labeln oder unter irgendwelchen Begrifflichkeiten spalten lässt. Aber insbesondere bei der Veranstaltung fand ich auch ganz wichtig, dass man wirklich für Frieden ausspricht, dass alle Menschen, egal aus welchem Kulturkreis man kommt, versucht ein bisschen nachzudenken, wo sind wir überhaupt, was wollen wir erreichen. Ja, aber hauptsächlich geht es eigentlich nur um Frieden, dass wir friedvoll miteinander umgehen und ja, letztendlich ist Macht, die ausgeübt wird von Regierungen, ist eine Gewalt. Und wir wollen sie auch Brücken bauen, kulturelle Brücken und so weiter. Und dann wären wir auch ganz dankbar, wenn alle möglichen Interessenten und dann, sag ich mal, Ideengenossen zu uns kommen und dann für eine offene Diskussion für Frieden uns anschließen. Uns geht es nicht nur um den Frieden in Deutschland, der natürlich auch mittlerweile bedroht ist durch den Konflikt in der Ukraine. Uns geht es auch um den Frieden auf der Welt. Ja, hi, ich bin der Jesko und ich bin hier, weil ich das Programm der Demo mega gut finde. Also, ja, wie gesagt, wir sind alle keine Berufspolitiker, wir sind alle ganz normale Menschen. Es gibt viele Kriegsschauplätze, die ich auch sehe, die nicht wirklich mit Krieg zu tun haben. Und zwar in der Landwirtschaft, da führt man Krieg gegen die Landwirte. Man sieht es am T-Shirt, Stop Monsanto. Wie gesagt, wir sind halt für die Freiheit in der Welt, in der Bundesrepublik, überall in der Welt gegen Krieg. Und wir sind auf jeden Fall ganz dankbar für die Veranstalter, dass sie unsere Initiative auch unterstützen, dass wir uns eingeladen haben. Und wie gesagt, wir haben auch in zukünftig vor, weitere vergleichbare Veranstaltungen durchzuführen. Was sagst du zu der Berichterstattung über die Montagsdemonstration oder auch generell über die Berichterstattung zu gewissen Konflikten, weswegen wir hier stehen? Sehr viel Hype, sehr viele Nichtwahrheiten, ganz viele Lügen, ganz viel Hetze und Verleumdung. Ich glaube, ich kann behaupten, viele von diesen Berichten ganz durchgelesen zu haben oder von den Artikeln, Kommentaren, die über die Montagsdemonstration, die meisten ja über die in Berlin, herausgetröpfelt sind. Da hat mir nicht gefallen, dass sie pauschalisiert haben, die Teilnehmer über den Kamm der einzelnen Redner geschoren haben und sich dann auch mit den Argumenten der Redner kaum auseinandergesetzt haben. Es war zu erwarten, ne, dass diese Bewegung auch nicht gern gesehen wird. Gerade auch mit der FED, die Geschichte, dass die angesprochen wurde, glaube ich ja schon, da sticht man in Wespennest so ein bisschen. Ja. Also aus deutschen Medien kann man keine wahre Information kriegen. Wir sind auf jeden Fall gegen Doppelmoral. Weil, wie gesagt, die moderne Politik ist wirklich von dem sehr geprägt, ja. Man sagt ja, auf einer Seite dürfen, sage ich mal, bestimmte Fraktionen dann, also aus dem rechtsradikalen Spektrum, Regierungsgebäude besetzen, Menschen angreifen und so weiter. Man macht einfach die Augen zu, auch wenn es verfassungswidrig ist, ja. Ich bilde mir meine Meinung selbst, also ich konsumiere Medien nur noch so, dass ich dass ich die zwischen den Zeilen rauslese, wo will der Autor mich hinhaben. Ja, also es ist so, ich habe mir schon auf jeden Fall viele Artikel durchgelesen, auch halt, wo ich sehr krass drauf gestoßen bin, dass sie halt alles nur Rechte und Nazis sind, wie du sagst. Vor allem auch, dass wir alle auch Rechtsextreme sind quasi. Und ich finde es ein bisschen schade, ehrlich gesagt, dass so eine Demo, die quasi so einen guten Geist in sich trägt, einfach dieser Geist von wir sind alle Menschen, was ja auch dieses Argument ist, egal welcher politischen Einstellung, was ja gerade dafür steht, dass wir alle Menschen sind. Und ich finde, gerade da sollte man auch drüber hinwegsehen. Ganz schwierige Sache, wird natürlich ganz schön viel Schwachsinn berichtet, in dem Sinne, dass viele Dinge als Tatsachen dargestellt werden, zum Beispiel die Verbindung zum Rechtspopulismus und so weiter. Man kann natürlich Kritik der ganzen Sache gegenüberstellen, da habe ich überhaupt nichts gegen, aber viele Sachen so als Tatsachen darzustellen, die überhaupt keinen Hintergrund haben, finde ich sehr krass, was da abgeht. Also
der ehemalige Bundespräsident Wolf, ja, ihm wurde ja vorgeworfen, irgendwie ein Schmiergeld in Höhe von 600 Euro zu geben, ja, deswegen musste er auch einem Ermittlungsverfahren während 2 Jahren durch sie durchgehen lassen. Und die Frau Timoschenko, ja, sie hatte Milliarden unterschlagen. Und was passiert? Sie wird persönlich von der Bundeskanzlerin begrüßt, ja, und nach so einer Heilanstalt in die Bundesrepublik befördert, ja. Das kann doch nicht wahr sein, ja. Viele Menschen haben vielleicht nicht die Medienkompetenz und ja, haben Schwierigkeiten damit da und würden zum Beispiel Propaganda dann auf Propaganda aufspringen. Dass man wirklich zeigt, dass alternative Denkweisen und Denkansätze halt gibt, dass man nicht jedem glaubt, was in der Presse ist. Also unsere ukrainischen Freunde, die in Deutschland leben, haben die zu uns angeschlossen, weil die finden das auch nicht gut, was in deutschen Medien berichtet ist. Die Wahrheit wird verschwiegen. Dass die ukrainischen Medien alles verstellen, ja, und alles verdrehen, was alles möglich ist, und erzählen nicht die komplette Wahrheit. Warum kritisiert die Bewegung die Federal Reserve, also die amerikanische Zentralbank, aber man hört wenig von auch Kritik über die EZB oder über das Geldschöpfungsmonopol der Zentral- und Privatbanken? Ja, finde ich auch eine schwierige Sache, weil das aus Berlin jetzt so im Prinzip vorgegeben war. Das war ja der Ursprung der ganzen Bewegung. Und davon möchte ich mich eigentlich auch distanzieren, dass wirklich nur die Fed kritisiert wird. Ich habe mich mit dem Geldsystem im Allgemeinen beschäftigt und finde das System im Allgemeinen falsch. Ja, okay, ich finde da eine Antwort drauf. Wieso nur Monsanto? Ja, ich hätte auch Bayer, BASF, Syngenta mit draufnehmen können. Und ich glaube, da wäre nicht genug Platz drauf. Ja, und die Leute könnten es nicht lesen. Grundsätzlich, also hier wurde noch kaum etwas gegen die FED geäußert. Also so, wie ich es mir halt auch quasi, wie ich mir Sachen angeguckt habe, auch wie ich mich informiert habe selber im Internet, kommt es mir so vor, als wenn die Federal Reserve Bank so ein bisschen die böse Bank unter allen Banken wäre. Es gibt bestimmt auch massenweise andere böse Banken, komplett, hundertprozentig. Generell, wie gesagt, man kann nicht pauschalisieren. Ich bin mir über diese ganzen Verwerfungen sehr, sehr wohl im Klaren. Man muss das Geldsystem, es ist eine unglaublich komplexe Sache. Man neigt dazu, sehr schnell Schuldige auszumachen in Form der Banker oder einzelner Zentralbanken. Und natürlich ist es viel komplexer als das. Denn ich sehe das bei allen Privatbanken, der Geldschöpfungsmonopol, das ist für mich eine Sache, die auf jeden Fall geändert werden muss. Und da geht es halt nicht nur um die FED. Das ist wichtig, das nochmal zu sagen. Und das möchte ich auch im Namen aller Leute sagen, die hier in Köln sind. Und ja, Berlin ist da ein bisschen schlechter Vorreiter in der Sache gewesen, auf jeden Fall. Man muss sich viele Experten zu dem Thema anhören, bis man sich seine eigene Meinung gebildet hat. Ich will jetzt auch nicht pauschal sagen, dass die FED ist schuld. Das, was man halt in den Medien so breit tritt. Man muss sich das Ganze anschauen und deswegen rufe ich auf, die Finanzbranche muss sich das anschauen, muss sich einen Plan B auch anschauen, muss sich österreichische Schule anschauen, alle Dinge, ich meine, das Wissen ist ja da. So, und die Sachen konkurrieren ja auch nicht gegeneinander. So will ich das jedenfalls nicht sehen. Es muss eine Kooperation stattfinden, man muss ein ich bin ja auch nicht der Hellste. Ja, aber es gibt Experten auf dem Sektor und die müssen sich damit befassen, die das gelernt haben, die irgendwie sich da auch reindenken können so richtig. Ich brauchte sehr lange Zeit, um überhaupt zu verstehen, wie genau könnte es funktionieren. Ich bin noch nicht am Ende und ich möchte einfach die Leute dazu aufrufen, dass die das machen. Die sollen sich damit beschäftigen und die Fragen stellen, auf jeden Fall. Man sollte wirklich sehr viele Ökonomen und sehr viele ökonomische Schulen recherchieren, um da durchzusteigen. Das ist ein Thema, das uns nicht nur alle angeht oder beziehungsweise nur die Leute, die mit Geld bezahlen, was ja doch einige sind. Und es lohnt sich. Es lohnt sich, weil es jeden betrifft. Was hast du unseren Regierenden zu sagen? Ja, was habe ich denen zu sagen? Ja, ich bin enttäuscht, ja, dass am Volk vorbei regiert wird? Ich glaube nicht, dass die Bundesregierung nicht informierte, dumme Menschen sitzen, ja, die einfach keine Ahnung haben, was in der Ukraine abgeht. Es ist alles klar, wer die Gewalt übernommen hat, wie die Machtverhältnisse sind. Es ist auch klar, dass die 2 von 3 Oppositionsparteien eigentlich rechte Parteien sind. Und es ist auch klar, dass es einfach ein politischer und wirtschaftlicher Kalkül ist, dass man diese Entscheidung, sage ich mal, aus wirtschaftlicher Sicht treffen musste, um dann irgendwelche Absatzmärkte für sich zu sichern und möglicherweise eine Pufferzone im Osten auszurichten. Ja. Gut, was will ich denen sagen? Die sind, das sind Leute, die nur an sich denken, nach mir die Sinnflut in dem Sinne, und nur auf ihre eigenen Interessen beschränkt sind.
dass sie nicht meine Regierenden sind. Eine Frau Angela Merkel spricht für mich genauso wenig wie ein Herr Jürgen Elsässer. Ey, bitte macht ein bisschen Sachen mehr, die wir wollen. Vor allem Volksentscheide finde ich mega gut. Und dann habe ich auch mit der Hilfe von Konstantin also ein Manifest, ein Video gedreht, ein Manifest an Frau Merkel. Und wir haben die aufgefordert, die faschistische Regierung in Kiew nicht mehr zu unterstützen. Also wir können das nicht, gar nicht erklären, wie das dazu gekommen ist, dass die Augen zu machen, die Faschisten zu unterstützen. Ich hab diese Leute nicht gewählt. Ich bin mir durchaus bewusst, dass wir zu kaum einem wichtigen Thema, etwas, das uns wirklich betrifft, in diesem Land Entscheidungen treffen können. Es sind nicht meine Volksvertreter. Ich habe diesen Leuten gar nichts zu sagen. Wenn sie ein Gespräch mit mir führen wollen, dann bin ich für sie offen. Dann unterhalte ich mich gerne mal mit denen. Wer weiß, die haben bestimmt auch Probleme. Und ich finde es scheiße, dass ihr euch so ein bisschen kaufen lasst. So weißt du, dass Wirtschaft einfach Lobbyisten euch Geld geben dafür, dass ja, ihr die Sachen, die die gut finden, so akzeptiert. Und das sind Sachen, die nicht betreffen. Das sind Entscheide, die uns als Volk betreffen. Und es gibt viele, glaube ich, ich war nie in einem Bundestag, viele Abgeordnete, die teilweise das gar nicht interessiert, aber vielleicht auch gar nicht so den genauen Plan haben, wofür sie jetzt abstimmen. Und ja, das wollte ich sagen, dass ihr euch mal auch ein bisschen mehr informieren sollt, so wie wir es tun. Und kommt halt nur nach oben, wenn man so ist, wie diese Leute sind. Und den Regierenden würde ich sagen, versucht euch nochmal zu besinnen, versucht nochmal in euch zu gehen, warum seid ihr auf diesem Planeten? Wollt ihr nicht irgendwas hinterlassen, auf das ihr stolz sein könnt und nicht nur Krieg und Hass auf der Welt hinterlassen? Wenn man unbedingt einen dritten Weltkrieg vermeiden möchte, muss man wirklich, sag ich mal, auf die ganzen Sanktionen verzichten. Einfach versuchen, objektiv auf die ganze Lage einzuwirken. Die Bundesrepublik hat die Möglichkeiten, sowohl wirtschaftliche als auch politische, vor allem auch also die moralische Berechtigung, das zu machen, weil die Freiheiten hier im Inland, sag ich mal, respektiert werden. Und das erwarten wir auch für die Ukraine. Dass auf jeden Fall darauf einwirkt, dass die faschistisch-oligarchische Regierung abgesetzt wird, dass die ganzen Truppen aus der Ostukraine abgezogen werden und man im Wege des Dialoges ein friedliches und demokratisches Regierung in der Ukraine aufbauen wird. Und zwar die Regierung, die auch die Mehrheit der Menschen wollen und nicht bedingte Junte der Rechtsradikalen, die jetzt Regierung gestürzt haben und dann die Macht in der Kiew übernommen haben und jetzt aus irgendeinem Grunde verhandelt dann mit der Europäischen Union und den USA. Wie siehst du die Zukunft der Bewegung oder der Welt? Ja, hoffentlich gut. Ich hoffe darauf, dass das wächst und ich hoffe vor allem darauf, dass die Menschen, wenn sage ich jetzt mal 90% aller öffentlichen Medien gesagt wird, dass wir hier alles Nazis sind und dass wir auch alle recht sind und damit ja auch Antisemitismus, semitistisch sind, ne? Dass ihr darüber hinwegsehen könnt, also dass die Menschen darüber hinwegsehen können und einfach checken, dass es überhaupt nicht so ist. Ja, also ich bin schon etwas länger dabei, also mit Leuten zu reden, die auch mal über den Tellerrand schauen und es ist keine objektive Einschätzung jetzt von mir, aber ich habe das Gefühl, dass immer mehr Leute auch dazu stoßen. Ich sehe auch diese Bewegung als sehr positiv, weil die Leute sind friedlich, die sind aufgeschlossen und vielleicht nehmen die auch andere Dinge wahr. Als jemand, der die Occupy-Bewegung entstehen und wieder fallen hat sehen, habe ich bei dieser Bewegung zum ersten Mal das Gefühl, dass Hoffnung besteht, dass sie bleibt. Dass sie zu einer dass sie zu einer Institution werden könnte, dass sie dass die Leute sich hier treffen, hier austauschen und Arbeitsgruppen und projektbezogenes Arbeiten machen, sich über die Fortschritte austauschen. Das wäre so wichtig, dass man einfach mal über seinen eigenen Schatten springt und neue Leute kennenlernt. Dass man sich in Gespräche einschaltet, dass man feststellt, oh, den hätte ich auf der Straße so gar nicht angesprochen. Oder das ist jetzt aber neu, dass er so intellektuell daherredet. Da kommt man ins Gespräch. Man kann sich gegenseitig Mut machen und Hoffnung. Und letztlich kann man nur so etwas verändern. Denn wie gesagt, ich glaube nicht an Gewalt als Veränderungsmodell. Da haben wir das Nicht-Aggressionsprinzip definitiv gemeinsam. Kriege sind ja Symptome, ja, für etwas. So sehe ich das. Und man muss die Ursachen angehen, damit wir friedlich miteinander leben können. Also ich würde sagen, wenn die westlichen Länder jetzt, sage ich mal, begreifen, wo wir überhaupt sind zurzeit, ja, was wir eigentlich schon erreicht haben und wohin das führen könnte, ja, dann schließt sich auch nicht aus, dass man möglicherweise eine friedliche Lösung findet und dann, sage ich mal, eine gute Alternative, politische Alternative für die Ukraine dann findet und die Ukraine so einer Brücke zwischen dann Russland und der Europäischen Union wird, ja.
Ein paar tausend reichen einfach noch nicht und wir versuchen das Ganze irgendwie jetzt noch hinzukriegen, dass wir wirklich die Leute darüber aufklären, dass die Leute wirklich sich besinnen dazu, dass wir so nicht weitermachen können auf dieser Welt, denn dieses System fordert Kriege und das ist einfach so und das haben die Menschen auch schon gemerkt, das ist das Problem, die Menschen haben es schon gemerkt und trotzdem sind sie noch nicht bereit, was dagegen zu tun, weil sie sich im Moment noch wohlfühlen, gerade in Deutschland. Ich persönlich habe auch keine Probleme finanziell und so weiter, aber ich weiß, wie es anderen geht und ich möchte, dass sich das ändert. Ich möchte eine gerechtere Welt für alle. Ja. Und ich hoffe einfach nur, dass die Bewegung nicht irgendwann unterwandert wird oder dass irgendwelche Krawallmacher hier drunter kommen und oder irgendwelche Parteien oder sonst irgendwelche Gruppierungen und dann mit Steine werfen und Schaufenster, das bringt ja nichts. Ne, da kommen wir keinen Schritt weiter. Da gehen wir Schritte zurück und so soll es nicht gehen. Aber man weiß ja nicht, ich kann nicht in die Zukunft schauen. Aber ich hoffe das Beste dafür.